zu einem weiteren The Crew Let's Play. Malte und ich von Erstmal ein Baum sind wieder dabei und Malte versucht das mit dem Autofahren mal. Wir können leider noch keinen Erfolg vermelden. Ich darf mal dazwischen sagen, dass ich keine Einleitungen mehr machen darf. Richtig. Einleitung darf er auch nicht mehr machen. Er soll sich ganz aufs Fahren konzentrieren. Ich hatte noch so eine gute. Okay, ich übernehme hier einfach trotzdem mal und gebe den Kram weiter an Sascha. Ne? Sehr professionelle Übergabe. Und ich begrüße damit natürlich auch meine Zuschauer von Because Gaming's Fun. Moin moin zusammen. Freut mich, dass Malte und Philipp wieder mit dabei sind. Und ich bin schon mal... Wir sind jetzt mittlerweile hier in Chicago angekommen. Ich bin auf dem Weg zur ersten Mission da. Herschel will uns da ja ein bisschen beschützen vor Troy. Wenn ich das jetzt nicht komplett falsch verstanden habe. Herschel ist dieser andere V2 aus Chicago. Ach der, ja. Mhm. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg zur ersten Mission von dem... Ja, jetzt ruft er mich schon an, wo ich bin. Wir sind ja schon auf dem Weg, mein Junge. Meine Güte. Ich bin irgendwo ganz woanders, also wenn ihr da seid, ich starte gleich. Das Ding sollte gleich hier vorne sein. Oh Gott! Da bin ich auf den Van raufgefahren. Das ist meine Karre kaputt. Und mein Drift ist grandios schiefgegangen. Wenn ihr einen Fußgänger seht, der ein iPad in der Hand hält, könnt ihr mal versuchen, den umzufahren? Unbedingt. Ich fahre sowieso alle Fußgänger um. Ich dachte, das ist das Zwischenziel des Spiels. So, ich habe euch eingeladen. Mir ist noch nichts. Doch, jetzt. Bei mir ist noch nichts, sagt er. Die lassen die Geräte nämlich fallen und heben sie nicht mehr auf. Ja, typisch Hipster. Nein. Und an der richtigen Stelle fängt das iPad dann teilweise an zu fliegen und zu wackeln. Aha. Okay, Bucky using for the win, oder was? Mhm. Ja, und Fanboy crashing. Ja. Hier in Chicago mache ich langsam mal wieder richtig Plus, wenn ich Missionen abschließe. Ach, das ist die Mission, ja. Genau. Das ist ganz okay. Hol dir doch ein Taxi, Mann. Aber echt mal. Ja, ehrlich. sehe ich es richtig, dass wir jetzt von der Polizei verfolgt werden? Was? Nö, eigentlich nicht. Ach ja, er hat ja irgendein Verbrechen begangen, ne? Das verrät er uns, glaube ich, zwischendrin. Es klang gerade so, als wenn ich da Polizei sehen kann. Ja, das stimmt schon. Er sagt, ich schieb eine Ampel vor mir her. Jawohl. Er sagt, glaube ich, nicht, was er verbrochen hat, nur, dass er wirklich was verbrochen hat. Drift erfolgreich. Jawohl. Es hilft, wenn ich keine Einleitungen mache. Aber nächstes Mal bin ich trotzdem wieder da. Nein! Oh. Doch, Mann. No, wie wär's, wenn wir uns doch einigen, dass du eine Einleitung machst und wir danach die Aufnahme starten? Ja, das ist auch eine... Ich starte dann schon vorher. Oh, fuck! Ey, warum bleib ich denn stehen? Komm. Wenigstens vor Sascha. So, das hier sieht doch sehr nach Watch Dogs aus. Wo ihr ungefähr in 10 Sekunden seid. Halt's Maul, ey. Ja, doch, aber... Kannst du mir eigentlich erklären, wie dein Wagen schneller sein kann als meiner? Ja, Leute, play, ne? Mich drückt diesen... Joystick Gott! Nach oben. Ach, so geht das. Oh, fuck, wir müssen hier links. Ja, du solltest aber nicht direkt stehen bleiben. Unfassbar. Aus dreimal. Oh, ihr seid noch auf der großen Map bei mir. 30 Sekunden? Schaffe ich das überhaupt? Ja, das schafft ihr. Das ist super. Ich nicht. Doch, tu nicht so, gib Gas. Ja, ich bin auf dem Vollgas und nutze Nitro, sobald es wieder verfügbar ist. Oh ja. Und fahre auch nur gegen eine Hausmauer. Jawohl, kennst du nicht die amerikanischen Filme? Woo! Ich schaff's nicht, ich schaff's echt nicht. Unfassbar. Nö. Wir müssen mal Fast and the Furious gucken, Alter. Jeder Amerikaner weiß, wenn du eine Minute lang Vollgas gibst, und schaltest nochmal in einen Gang, den du gar nicht mehr hast, bist du plötzlich nochmal schneller. Ich weiß nicht, ob du mir das schon mal gezeigt hast. Auf jeden Fall kenne ich die eine Szene, wo sie, glaube ich, immer ausgerechnet haben, dass sie eine 15... Nee, wie war das? Eine 150 Meter Verfolgungsjagd auf mehrere Minuten strecken. Die haben wohl irgendwie... Wie war denn das eigentlich? Also irgendwie haben sie die Distanz ausgerechnet. Ansonsten kann ich nur empfehlen, den Film, bei dem Top Gear mitgewirkt hat, mit der schönen Szene, wo er 10 Sekunden lang die Traktionskontrolle ausstellt.
Grandios. Für was für ein Film war denn das noch? Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Also es ist irgendein Actionfilm gewesen, auf jeden Fall. Eine der besten Folgen, wirklich. Oh, hier ist noch eine Landmark. Hier, Fußgänger umgemöbelt. Hoppala. Wir haben uns gegenseitig umgemöbelt hier. Hier, wenn ihr da hinkommt, wo ich stehe, da gibt es so Landmarks. Wenn ihr dann dahin fahrt und kurz A drückt, dann macht ihr so eine schöne Rundfahrt und ihr kriegt irgendwie eine Belohnung. Gibt, glaube ich, Geld und Erfahrung oder so. Ich sehe keine Landmark. Ich sehe hier nirgends eine Markierung auf dem Fußboden. Trottel. Da hier. Das große Kreuz mit dem Kreis und dem riesen Säulending, was da rausguckt, auf dem groß Y steht oder A. Ich bin bei mir nicht da. Okay. Ich hab noch nicht das Radar hier freigeschaltet. Ich sehe die Map noch gar nicht. Ja, aber deswegen, nee, das musst du auch nicht. Wenn du direkt davor stehst, kannst du das auch so sehen. What the fuck, ich kann gerade meine Minimap nicht öffnen. Was ist denn jetzt los? Stehst vielleicht in so einem Fenster drin, das kommt manchmal. Wenn du in der Landmark zum Beispiel drin stehst. Ich kann gerade weder Start noch Select drücken. Dann stehst du irgendwo drin, das kenne ich. Ich wurde erwischt. Was? Ich hätte Langeweile. Ein Polizist gerammt. Ah ja, wie im echten Leben. Natürlich. Kann man jemand von euch eine Mission hier drin starten? Ich muss gerade meinen goldenen Wagen mit den silbernen Flammen bewundern. Ich kann gerade weder starten. Sag mal, Gandalf, ist das nicht ein bisschen arg homo? Das hatten wir schon. Na und? Nicht okay. In dieser Folge. Das stimmt, dann halt die Wagen. Manchmal muss man seinen Arsch riskieren. Leute, jetzt mach mal eine Mission an hier. Nein. Ja, welche? Ja, was weiß ich denn? Ich kann meine Map nicht öffnen. Ja, und wir können nicht sehen, welche du als nächstes machen musst. Ja, geil. Was machen wir jetzt? Fahr mal ein bisschen weiter, dann geht es bestimmt. Ich fahr doch schon wie ein Bekloppter hier. Bei Omar bist du sicherlich noch nicht. Nee, ich habe auch überhaupt okay. Kein Interface gerade. Ich habe keine Minimap. Ich sehe meine Geschwindigkeit nicht. Dann drück mal A. Wenn ich A drücke, setze ich Nitro ein. Echt? Ich hätte jetzt gewettet, dass du in so einem Challenge-Fenster bist. Nee, okay, die ist es nicht. Du bist bereits in einer Koop-Mission, sagt er mir. Wie kann das denn sein? Warte mal. So. Ich kann das Spiel gerade auch nicht beenden, wa? Ich tippe jetzt auf meiner Tastatur rum, aber da geht gar nichts. Also ich hätte... Nee, der Chauffeur ist das, was wir gerade gemacht haben wahrscheinlich, ne? Das ist gut möglich. What the ich hab das... In Chicago gab es noch ein Stufe 9 Rennen, jetzt wollte ich starten, aber das ging nicht. Omar wäre das nächste mit Stufe 9. Aber Omar? Ja. Wer ist denn das noch gleich? Der komische Typ, weswegen du nach Vegas fliegst. Spoilert ja, der hier schon wieder, ey! Ja, das ist ja gleich. Das mit den Raidcars, oder wie? Nee, nur nach Vegas. Du fliegst nur nach Vegas und wieder zurück nach Chicago. Warum bin ich denn jetzt in der Mission? So, jetzt! Geht's? Jetzt bin ich raus aus der Mission irgendwie. Sehr schön, dann müssen wir raus aus dieser Mission, in der wir gerade sind. Jawohl. War das, was wir gebraucht haben. Oh, Bronzeauspuff, minus 81. Okay. Siehste Flugzeug. Flugzeug. Hast du jetzt auch eine Idee, welche Mission du starten musst? Erbitterter Zweikampf sieht gut aus. Sehr gut, die hatte ich gerade eben schon. Alles okay. Klar. Dauert bei mir nur noch Stunden, bis ich hier wieder raus bin. Ich glaube, wir sind gleich beide in Vegas mit den Missionen. Oh, ich breche einfach mal ab und dann gucken wir das gleich nochmal. So. Abbrechen ist gut, ich habe jetzt zum dritten Mal überspringen gedrückt. Ja. Bei mir startet jetzt gerade das Rennen. Ja, gut. Dreimal hintereinander dieselbe Karre. Das ist sehr geil. Gut, ich fahre schon mal zur Mission, ne, und lade euch gleich ein. Wir starten neu. Also ich bin jetzt gerade aus der Mission raus und in den Bahnhof eingestiegen. Wenn Sie in den Bahnhof einsteigen, da brauchen Sie erstmal 10 Minuten, um Ihr Kleingeld zu suchen. Und kennst du das nicht? Oh, das ist grandios. Wenn ich morgen dran denke, dann verlinke ich das hier. Weil der Bahnhof Schäuble. Ja näher ranwächst an München, weil das ja klar ist. Das ist der beste Bahnhof. Was zum Teufel ist kaputt bei euch, ey? Das ist eine Rede ist von Stoiber. Stoiber, nicht Schäuble. Edmund Stoiber. Genau. Okay. Ehemaliger Kanzlerkandidat. Kann ich euch jetzt eine Mission einladen? Ja, mach von mir aus. Ja, einfach mal. Weil die Mission ja näher an Chicago ranwächst, weil das ja klar ist. Halt's Maul, Philipp. We all sitting in one boat. Ich wollte's gerade sagen, ich hab nur gewartet.
Boah, was für Affen, mit denen ich hier spiele, ey. Wie Allstate an das der Wand Umbrella, oder wie war das? Ja, die Umbrella? Ey, mit dem EU-Rettungsschirm. Ja. Was ist da jetzt für Digitalmedien oder sowas? Was war das? Irgendwas mit Digital, ist Oettinger jetzt in der EU? Ich weiß nur noch, dass er EU-Kommissar für irgendwas geworden ist. Wahrscheinlich so. Für Fremdsprachen. Nee, irgendwas mit Digital. Ich weiß nur nicht mehr genau was. Go, go, go. Warum startet ihr eigentlich vor mir? Das finde ich voll assi. Skill. Stabilization. Oh, komm. Vom Matchmaking müsste ich doch wohl vor euch starten, wenn ich der Schlechtere bin. Du bist... Entschuldigung. Was denkst du, warum ich Slalom fahre da vorne? Ich ramme die ganzen anderen weg, damit du auch mal ein Rennen gewinnst. Ach, das ist aber zu freundlich. Boah, habe ich gerade zweimal Glück gehabt. Alter, Malte ist schneller als ich. Wie geht... Was denn? Ja, das muss ja eigentlich so sein. Nee, nee. Oh. So, der Ford Focus, der hinter euch war, hat sich jetzt auch verabschiedet. Ui, 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 ui. Ich brech gerade aus. Aha. Und ich brech ein. Nein! Oh. Schade, da wollte ich ihn umhauen. Du brichst aus und ich brech durch. Nein, ach komm, jetzt steht da. Oh, jetzt steht da eine Karre im Weg. Ich glaub's ja nicht. Kommt da wieder eine Karre. Ja, fies ist, wenn die so aus der Ideallinie auftauchen. Ja. Gut, eine Ideallinie sehe ich noch nicht mal, aber... Ja, stimmt. Wenn sie aus der Ideallinie auftauchen. Ja. Die ploppen einfach auf. Plopp. Ja, die Linie ist so auf der Straße, dass man nicht unbedingt sieht, wenn da... Ah, scheiße. Oi, oi, oi. Lappen. Du führst, wirf irgendeinen Scheiß auf ihn, sagt er. Echt? Ja. Sagt wahrscheinlich alles, dass ich das noch nie gehört habe. Oh, oh. Das war gerade nicht so gut. Muss aufpassen, wenn du außen in den Checkpoint vorbeifährst, kannst du das Pech haben, dass er dich nicht durch... Ja. Dir den nicht gibt. Oh, das war zu früh gebremst. Oh, shit. Ein Baum. Erstmal ein Baum. Also ja. Ihr habt jetzt immer noch 300 Meter Vorsprung. Okay. Boah, sind wir gut, Malte. Gibst du dir gerade keine Mühe oder slalomst du noch? Nein, nein, ich blockiere die alle. Okay, ja. Das ist aber eigentlich auch langweilig, Mensch. So, nee, das ich ist doch der 7 Sekunden Witz. Vorsprung bei 2 Checkpoints. Auf mich. Ja. Ich werd's verkacken. Ich nicht, ihr kennt alle mein Talent. Ha! Sagt er in dem Moment, wo er an der Mauer hängen bleibt. Ernsthaft. Jawohl. Ja, ich krieg dich nicht mehr ganz, aber ich bin dicht dran gekommen. Jetzt bin ich im Ziel. Es ist nur mein überlegenes Talent, das mich noch vor dich gebracht hat, trotz Crash. Auf jeden Fall. Erster! Silber. Total verdient. Minus? Auch nur Silber, was soll der Bullshit? Plus 3, jawohl. Stufe 88. Oh, noch 31. Ich darf bloß nicht die Linken hören. 31 EP bis zu Level 10. Returning to Friedreich. Jetzt müsste Oma kommen, ne? Hm? Du kennst das 510 Credo Hombre. Verschwinde von hier und freu dich, dass du deine Karre behalten kannst. Das finde ich jetzt nicht schön. Ich hätte die Karre gerne. Hm? Obwohl, ich habe die, glaube ich, sogar. Was war das? War das der Shelby oder der GT? Das war der GT. Ja. Ah, ich habe nur den Shelby. Ich würde sie nicht fahren, aber ich hätte sie trotzdem gerne. Ich bin noch da. Ich bin ach noch da. Komm! Das ist voll unrealistisch. Ich habe Malte am Heck angeschoben zur Seite, trotzdem bricht er nicht aus. Ja, er ist ja in mich reingeknallt. Das war ja das Gute, was ihm den Arsch gerettet. Na gut, ich lade schon mal die nächste. But not for long. Ich bin noch im Rennen, ich bin noch im Rennen. Da, nächste Mission. Omar. Spielen.
Bitteschön, Einladung für euch. Keine Zeit. Doch, annehmen. Annehmen. Sonst ramm ich dich. Hast du auch so. Aber das kriegst du gleich zurück. Erstmal rankommen, ich weiß. Oh shit. Alex, pack die Koffer. Du fährst nach Vegas. Fährst nach Vegas, jawohl. Wir fliegen nach Vegas. Wir fliegen nach Vegas. Sie sagt, wir fahren nach Vegas. Sagen wir Logistik-Experten. Lass die fahren, wir nehmen den Flieger. Mhm. Ich würde gerne fahren. Einmal quer durchs Land. Aber geil. Will ich nochmal irgendwann machen, aber eher. In LA gibt's ein Rennen von Küste zu Küste. Ach, gibt es. Habe ich noch nicht gesehen. Hm? Sowas wäre auch mal spaßig, wenn man irgendwie ein paar mehr Leute auftreibt. Realistisch. Acht ist die maximale Crewgröße. Ich glaube vier. Ich habe irgendwo gelesen, dass man ein 8er PvP-Rennen zumindest machen konnte. Ja, Crew gegen Crew dann bestimmt. Das kann schon sein. Nee, 8 normale Spieler. Du kannst entweder Fraktion gegen Fraktion oder random andere Spieler. Hm. Aber das sind halt normale Rennen und nicht so Ein-Stunden-Rennen. Ja, aber man könnte das ja auch mal privat organisieren. Alle fangen am selben Punkt an und setzen sich denselben Checkpoint und wer dann als erster da ist. Ja, und wer hinten ist, macht man eben die Blitzreise und fährt dann so weiter. Nein, da müsste man natürlich drauf verzichten. Warum quatscht ihr eigentlich die ganze Zwischensequenz über? Weil wir können. Beim letzten Mal hast du mir erzählt, Leute, die Zuschauer wollen die Story wissen. Ja, dann blende Untertitel ein. Ja, mach ich ja. Aber was schreist du während der Zwischensequenz? Das ist doch so eine geniale deutsche Synchro. Das darf man doch nicht unterbrechen, Mensch. Das ist ganz viel. Ja, das ist eine Synchro. Was für Affen, ey. Ich denke, das ist eine Mauer. Nee, Mann, das sieht nur so aus. Gleich wird das wieder ein Singleplayer-AP, ey. Nur weil du die Anspielungen nicht kapierst. Guck dir mal LOTW an. Da müssen wir rauf. Bist du behindert? Warum werden wir eigentlich vom Hubschrauber verfolgt? Der macht tollen Kameraaufnahmen für die DVD. Ja, ehrlich. Und die Tatsache, dass ich den Hubschrauber sehen kann, bedeutet, dass ich auf Platz 4 bin. 5 gerade. Alter, das Spiel ruckelt gerade minimal bei mir. Ja. Boah, was denn hier los, ey? Das war auch erstmal ein schöner Felsen. Kein Baum. Ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass es kein Baum war. Oh, wie öde. Ich bin Letzter, ey. Oh! Jetzt nicht mehr. Nee. Ich war sogar so weit Letzter, dass ich mich noch nicht eingeholt habe. In der Tat, das hast du nicht. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. So haben wir einen, der hinten mitfährt, sodass er die ganzen schönen Crashes aus der Perspektive mitkriegt. Einen, der die Rennen gewinnt. Ja. Und einen Lappen, der in der Mitte fährt. Weil er sich nicht traut zu verlieren oder zu gewinnen. Eben, wie das mittlere Kind halt. Nobody cares. Ja, genau. Uiuiui, das sollte ich aber schaffen. Ich bin gerade erstaunt. Wir haben auch den gleichen Wagen. Ist das oh shit! Und jetzt baue ich auch noch Scheiße hier. Nein, jetzt werde ich nur Fünfter. Nee, Malte. Ja, du warst noch vor mir, scheiße. Ich wollte mich gerade schon anfangen zu feiern, bis zum geht nicht mehr. Oh, Bullshit, ey. Wie sieht's denn eigentlich mit der Folgenlänge aus? Ja, sind gerade bei 19 Minuten, kommen wir gerade an. Ah, das ist ja gut, dann können wir ja hier gleich einen Cut setzen. Richtig. Ach, ja. Las Vegas, Baby. Quatsch nicht in die Sequenz rein. Halt's Maul, Junge. Was ist in New York? Wirst du merken? A bientôt, Alex. Wir sind a bientôt. Was das wollte ich dich gerade fragen, weil ich gehofft habe, dass du Französisch gehabt hättest. Das ist Französisch? Ja. Ja, also auf jeden Fall. Spanisch war es nicht. Es war kein Spanisch, es war kein Russisch und er spricht wie eine Schwuchtel. Jawohl. Plus 24. Was geht ab? Ich muss langsam mal ein bisschen hier. Können wir mal irgendwas fahren, was keinen Straßenwagen hat? Nein, so weit bin ich noch nicht. Aber es müsste bald soweit sein. Ich glaube, zumindest Gelände gibt es bald für dich. Nee, Stufe 10 gibt es das Straßenpack. Bisher fährt er ja Serie. Ach so, ja. Stufe 20 Gelände. Ja, stimmt. Hm. 30 Performance. Aber mein Geländewagen ist auch ziemlich mies.
Nee, Gelände habe ich jetzt. Gelände-Tuner freigeschaltet. Ah, okay, dann war es bei 10 schon Gelände. Hä? Und dann kommt danach erst Street, oder wie? Nee, Straße genau. Ist ab 0. Ja? Ja, Straßenset war gratis. Stimmt. Rennwagen gab es schon ab 14. Ah, ich dachte, ich komme noch weg. Pass auf, ich bleibe stehen, dann kriege ich dich vielleicht im Rückwärtsgang. Nein. Wow, was geht denn hier ab? Nee, nach New York will ich jetzt gerade aber nicht. Warum sind wir denn jetzt wieder in Chicago? Ich dachte, wir waren in Las Vegas. Ja, aber wir sind zurückgeflogen. So, lass mal die Folge beenden. Ja, mach das schon mal. Ich beende gleich. Das klingt zu Ende. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diesmal vergesse ich auch nicht das Outro. Wir hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hör auf, mich zu rammen. Vor allem von hinten. Das ist homo. Das homo. Ja, genau. Es ist okay, wenn du dabei nur homo sagst. Was zum Teufel geht bei euch, ey? Okay. Also, sag mir's, Leute. Haut rein. Tschö. Ja.